mich doch vorne! Ja, ja, geh! Basti, geh! Basti, Basti! Sehr, sehr, sehr gut. Uli Forte, willkommen zurück bei Blau-Weiss. Bei GC geht es gegen den Abstieg. Wieso gelingt dir die Rettung? Ja, ob sie gelingt oder nicht, das werden wir sehen. Aber ich habe natürlich schon Erfahrung in diesen Situationen gehabt. Ich konnte ein paar Mal einspringen in verschiedenen Situationen. Und darum hoffe ich, dass ich jetzt mit dem ganzen Wissen und mit der ganzen Erfahrung da kann alles geben für GC. Du hast jetzt eine Weile vom Fußballbusiness pausiert. Wie hast du in dieser Zeit die Entwicklungen bei GC verfolgt? Ja, wenn ich in der Schweiz war, bin ich immer live. Ich bin aber nicht immer auf die Pressetribüne gehockt, wie ich das immer mache, wenn ich Trainer bin von einer Mannschaft. Weil da kannst du immer gute Notizen machen mit dem Tisch. Sondern habe ich meistens ein bisschen in Ecken verzogen, die mich nicht jeder gesehen hat. Weil das auch irgendwo durch einen Respekt gegenüber den Trainern, die dort arbeiten, habe ich nicht wollen, dass das so immer öffentlich ist. Und natürlich viel Match geschaut. Und GC habe ich sehr viel gesehen, weil das ist natürlich meine Stadt, Zürich. Bin ich daheim und da habe ich natürlich sehr, sehr viel Match gesehen. Und ja, es tut einem weh, wenn man das sieht. Ja. Du hast selber eine Vergangenheit bei GC, hast 2013 mit uns den letzten Titel geholt. Jetzt mal aus persönlicher Entwicklungsperspektive, wieso entscheidest du dich jetzt wieder für diese Aufgabe? Ja, es gibt verschiedene Gründe. Oder? Erstens, der wichtigste Grund ist, dass ich wieder Trainer sein will. Ich will wieder auf dem Platz stehen, wie das heute war. Es hat super Spass gemacht und das ist meine Passion, das ist mein Leben, meine Leidenschaft. Zweitens, ich bin wieder voll geladen. Der Akku ist wieder voll, bei 100%, wie man immer im iPhone kann lesen kann, 100%. Und der dritte Punkt ist natürlich die Vorgeschichte mit GC. Oder? Ich hatte dort einen Abgang, wo nicht so optimal war. Ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, wenn ich so zurückschaue, würde ich gewisse Sachen anders machen. Ich habe einen Fehler gemacht und durch das habe ich auch die Fans ein bisschen brüskiert, weil die sind enttäuscht von mir. Wir hatten eine super Zeit miteinander und dann bin ich gegangen. Aber ich muss sagen, viele wissen das wahrscheinlich nicht, aber der Transfer auf Bern war ein super Transfer für mich, weil ich habe dort meine Ehefrau kennengelernt, wo ich jetzt verheiratet bin. Und trotzdem ist das auch ein Grund, vielleicht, um das ein bisschen wieder gut zu machen. Du hast bei deiner Vorstellung heute Morgen hast du den psychologischen Aspekt angesprochen. Die Mannschaft hat jetzt den zweiten Trainerwechsel in einer sehr kurzen Zeit hinter sich, ist verunsichert, hat aber in den letzten drei Spielen sehr kämpferisch und auch als Team Leistungen auf den Platz gebracht. Was stellst du dir jetzt da für eine Herangehensweise vor? Es gibt zwei Seiten im Fußball. Wie du gesagt hast, die psychologische Seite, die ist ganz wichtig, vor allem jetzt in dem Moment. Die Spieler sind sehr, sehr niedergeschlagen. Sie sind natürlich geprügelt worden von überall. Sie haben ganz, ganz wenig Selbstvertrauen. Sie haben Zweifel. Und die andere Seite ist die technisch-taktisch. Man muss mehr Goal schiessen. Die GC muss unbedingt mehr Goal schiessen, wenn sie wollen. Erfolgreicher sind jetzt in den letzten Spielen. Und da müssen wir schauen, dass wir die Spieler mehr in 16er bringen, wo auch etwas passieren kann, wo etwas entstehen kann. Aber im Moment ist vor allem auch die psychologische Seite gefragt, oder? Dass man dort ein bisschen die Knöpfe lösen kann in den Köpfen. Unter dem Stipic hat es einige Mutationen gegeben im Team. Setzt du jetzt wieder alles auf Null? Es ist immer so, wenn ein neuer Trainer kommt, ich kann ja nicht kommen und sagen, obwohl ich die Mannschaft sehr gut beobachtet habe in der Superliga, aber ich kann nicht sagen, hey, du kannst kommen, du kannst nicht kommen, du vielleicht. Nein, ich gebe jetzt allen wieder, vor allem am Anfang jetzt, gebe allen wieder eine Chance. Sie sollen sich alle wieder präsentieren. Ich werde aber mit jedem Einzelnen das Gespräch aufnehmen und fragen, hey, was ist passiert, wieso ist es so weit gekommen? Und wenn es jetzt ganz schwere Gründe sein sollten, dann ist es gut möglich, dass ich sage, okay, dann bleiben wir bei dem. Bleibst du dort, wo du vorher schon warst. Aber ich denke, ich muss unbefangen an die Geschichte an und das habe ich jetzt gemacht. Danke vielmals und viel Glück bei deinem Engagement da. Danke, können wir brauchen.